Parteitage sind für Inhalte da. Das haben wir heute Vormittag sehr umfangreich gehabt, am Beispiel der Debatte zu unserem Leitbild. Aber sie sind auch für uns selbst da. Das sehen wir an diesem Antrag. Als Heinz Fietze heute Vormittag davon sprach, bezugnehmend auf diesen Antrag, dass es ein Armutszeugnis sei, wenn wir diesen beschließen würden, hat es mich aufgeschreckt. Und zwar die Sprachweise, die Art und Weise, wie er damit urteilt. Ich bin Sprecher des Ortsverbandes Potsdam Süd, eines relativ mitgliederstarken Ortsverbandes mit einem sozial schwachen Hintergrund im Gebiet und bin auch von der Stadtfraktion in die Stadtverordnetenversammlung als sachkundiger Einwohner entsandt worden. Und Margitta hatte vorhin bei dem Beitrag von Sven Kindervater auf einmal dem armen Koch gejubelt, fast als Einzige, wo es um die Kommunalpolitik geht. Das war, ist ja dein Schwerpunkt. Und auf dieses möchte ich mich auch beziehen. Ich erlebe in der Kommunalpolitik sehr aktive Genossinnen und Genossen. Ein Stadtfraktionsvorsitzender, der sehr präsent ist. Weitere Abgeordnete, die sich im Prinzip selbstlos da richtig zerfleischen. Und es gibt auch Abgeordnete, die wir nicht in den Ortsverbänden sehen, die wir nicht an der Basis sehen, die nicht mehr zu den Stadtverordnetenversammlungen kommen. Das sind teilweise Extrembeispiele. Es führt aber dazu, dass die Arbeit auf wenige Schultern gelastet wird. Und die Arbeiten sind bei einer 16-köpfigen Fraktion sehr groß, weil sie sich auch um alles kümmern möchte. Und ich bin der Auffassung, dass wir dieses heute hier thematisieren, ist völlig richtig. Es gab zwischenzeitlich jetzt Änderungsanträge, Übernahmen und so weiter. Wie es ausgeht, das ist mir eigentlich egal. Mir geht es nur darum, dass wir etwas thematisieren und es auch auf die kommunale Ebene reinbringen und allen Abgeordneten, die sich auf, oder allen Kandidaten, die sich auf die Listen stellen, setzen möchten, dass wir ihnen sagen, auf euch kommt eine Menge Arbeit zu und ihr müsst das durchhalten. In dem Antrag steht auch drin, wir bieten an, also wir bieten Unterstützung an. Aber gleichzeitig hast du auch eine Verantwortung und an die wollen wir nur appellieren. Danke.